Das heißt, du kannst alles optimieren, perfektionieren. Und ich möchte auf jeden Fall mit so einem Roboter rumlaufen. Ich in so einem Roboteranzug und neben mir ein paar Roboter, so Terminatoren, und dann auf dem Weg. Ich möchte auf jeden Fall so einen scheiß Laser haben, wenn die Aliens kommen, dass ich die brutzeln kann. Jetzt sieht ja zwar noch nicht danach aus, aber irgendwie werde ich es ja schon schaffen. Laser brutzeln. Und mit dem Verrücktwerden ist ganz gut, ist es sehr komplex. Das heißt, wir haben noch genug zu tun. Ja, wo war ich? Was habe ich hergestellt? Irgendwas mit Öl habe ich machen wollen, da. Rohölförderpumpe, Abbaukraft 2, Abbaugeschwindigkeit 1, Bergbaugebiet 1x1. Maximale Gesundheit und so weiter. Ja, dachte ich mir, kann man da draufklatschen. Da. So, tun wir erstmal auf die hier. Gut, dann könnte das Vieh hier Öl abbauen. In das kann ich Module rein tun. Und die Teile auch. Warte mal, hier sind doch. Da sind auch Module. Ah, nur in der Einser-Maschine nicht. Alles klar. Okay, das Ding könnte Öl abbauen, theoretisch. Von mir aus. Dann müsste ich eine Öl drauf. Aber wie transportiere ich das Öl aus der Pumpe in die Raffinerie? Muss da noch ein Zwischenschritt daher? Oder nehme ich einfach ein Rohr und lasse es da durchfließen? Ja, doch klar, Öl fließt ja auch in echt durch, kilometerlang über Rohre. Also würde ich halt hier. Ja, Rohre ist ja okay. Das habe ich ja gerade. Genau, Fließband wieder. Fließband wieder. Ja, das ist klar. Logisch, logisch. Hat ja die Überlegung nur weiterführen müssen. Du hast ja gesagt, du wirst verrückt, wenn du spielst, dann. Halte dich fern davon. Kleine Pumpe. Elektromotorenbestandteil. Ui, das machen wir ein andermal. Diesel-Lok, geil, was man alles machen kann hier. Verrückt. Ich brauche erstmal so. Raffinerie habe ich gebaut. Oh mein. Ah. Hier sind die ganzen Anschlüsse. Kann ich das direkt machen hier? Ich weiß es nicht, ich schließe es direkt hier. Dann könnte ich ja noch so ein Ölteil dahin tun. Wähle einen Bauplan für die Montage. Warum? Ölraffinerie Oliver Kammann. Grundlegende Ölverarbeitung, ja. Produkt, okay. Ach, das kommt dabei raus. Dann, ja, lass uns das mal bestromen. Ich brauche mal kurz eine Lampe hier. Das ist mir zu doof immer im Dunkeln hier. Was baut ihr alles für die Lampe? Zu viele Sachen für 5 Lampen. Ich glaube, ich brauche schon ein Rohr. Also, so direkt geht es nicht ineinander. Machen wir mal. Zwar erstmal eine Lampe hinklatschen. Ne, erstmal nicht, weil ich weiß ja nicht, wie viel Platz ich noch brauche. Dann bauen wir mal noch so ein.
Ich würde sogar hier die Förderpumpen, hier zu 3 Stück. Ich glaube, hier passt eine nicht hin wegen dem Forschungslabor. Das wäre aber auch egal, das kann ich wegreißen. Ich würde so einen befeuerten Erzfelder irgendwie aufgeschnappt. Ich würde sagen, ich tue das erstmal alles verbinden und dann vielleicht kann ich in die eine Ölraffinerie rein. Die Ölraffinerie hat anscheinend mehrere Eingänge, 5 Stück. Achso, wir haben schon eins, okay. Geht das hier? Ja, das geht. Ich weiß jetzt nicht, welche Richtung am besten ist, aber es funktioniert auf jeden Fall. Oder ist das bei der Ölraffinerie? Warte mal, bei der Raffinerie Eingang und Ausgang. Moment. Das kann sein, dass einige Ausgänge und andere sind Eingänge. Kann man Informationen über die einholen? Es ist bestimmt eins Ausgang und anderes Eingang. Müssen wir da rausfinden, was was ist. Das ist ein bisschen Tüftelarbeit, aber stell dir vor, du musst ja nicht mehr tüfteln, weißt das alles, machst einfach. Ah, warte mal, ich glaube, das muss man alles verbinden, das sehe ich gerade hier. Kann es sein, dass es so ist, ich verbinde... kann es sein, dass es so ist, ich verbinde... die Förderpumpe mit der Raffinerie und die Raffinerie läuft dann weiter in die Chemiefabrik und dann kann ich den Scheiß herstellen. Grüß dich, Zerkling. Schön, dass du da bist. Willkommen. Ich bin gerade dabei, hier einiges zu probieren und ich weiß nicht, ob alles klappt. Hab hier meine, weiß nicht, wie weit, wo du das zugeschaut hast, hab meine Eisenproduktion von rechts, hier ist nichts mehr, auf links ausgelagert. Das Öl ist auch weg, die Kohle ist auch weg, hab da hier neue hingetan, von oben, neue Produktion. Und hier habe ich noch die Dampfmaschinen erweitert. Und noch sehr viel geforscht und das ganze System noch ein bisschen optimiert hier. Mit den Bändern und so. Und jetzt bin ich gerade dabei und versuche es herauszufinden, wie das ist mit diesem Öl. Ich habe schon mal so eine Chemiefabrik gebaut, oder eine Chemiefabrik. Dachte mir, ich mache mal so Kunststoffteile. Jetzt weiß ich nicht genau, muss ich jetzt herausfinden, wie das alles funktioniert, das System. Also Pumpen habe ich. Ich habe sogar so eine Ölraffinerie. Weißt du, ob das... hat ja 5... Achso, es sind 2 Eingänge und 3 Ausgänge. Sehe ich das richtig? Ratzfatz, Raffinerie bauen, Rezept auswählen, da wird alles angezeigt. Ich sehe da mehrere Pfeile. Links sind die Eingänge, wo ich Öl reinlaufen lasse. Und rechts sind die. Ist das fertige Produkt, wo ich dann zum Beispiel von der Raffinerie in die Chemiefabrik reinwurschle, ne? Also habe ich es jetzt von der Logik her vielleicht verstanden. Und es muss alles durch Rohre gehen. Theoretisch, weiß nicht. Und ich hatte das so hingemacht direkt, das hat aber nicht geklappt. Es muss anscheinend durch Rohre gehen.
Raffinerie, jetzt wieder. Okay. Ja, gut, klar, wird mal alles angezeigt. Habe ich ja gesehen, nur weiß ich ja nicht mit dem Verbinden, muss ich noch probieren hier. Hatte ich ja hier auch so gemacht hier. Das gebaut und dann habe ich hier gesehen, ich brauche. Damit habe ich angefangen, dachte mir, huch, ich brauche Petroleum. Viele Sachen, die ich jetzt brauche Petroleum. Würde ich hier versuchen, so eine Art Rohr hinzutun. Und hier einfach nochmal für die Produktion. Ja, mache ich Rohre. Ich muss nur genau planen, wo ich sie am besten hin tue. Und ich will ja aus. So dachte ich mir das auf blöd. Ja, ich baue auch normalerweise nur YOLO los. So ist, hat ja das Ganze angefangen, weißt du ja. So, dann mache ich hier weiter. Komm geradeaus. Wieso will es denn mal da rein in das andere Rohr? Kann ich das nicht drehen? Oder ist es zu nah? Und doch weiter. Oder kann ich das in das eine einspeisen? Ist egal, wenn zwei Rohre in eins gehen. Ich will aber ein unabhängiges Rohr haben. Komm, geh doch gerade. Ja gut, mir egal, wenn es so klappt. Keine Ahnung. Wenn das so klappt, machen wir das. Hat man für alle Strom hier? Für die untere nicht, gell? Ne, haben wir gar nichts, okay. Ja, ich kann. Ich wusste nicht, dass die Rohre ineinander gehen dürfen. Dann könnte ich hier ein Rohr komplett durch einfach bis hoch machen. Einfach ein Rohr, spare ich Platz, ja. Also reicht es, wenn ich ein Rohr hinmache? Oder so? Ich kann ja. Klar, kann ich auch ins Überirdische und ans Unterirdische machen. Ich weiß ja nicht, wie das mit der Effizienz so ist. Fertig. Ah, das sind. Jetzt checke ich das erst. Das sind drei verschiedene Sachen, die da rauskommen. Das ist Petroleum. Das ist. Was auch immer das ist. Grundlegende Ölverarbeitung. Das ist. Was ist das? Das versteht hier. Ja, reicht. Okay, mache ich. Ja, okay. Ist kein Problem. Ich dachte, die müssen alle hier richtig sein da. Ist das hier. Fertig. Schweröl, Leichtöl und Petroleum. Okay. Schweröl, Leichtöl und Petroleum. Gut, dann habe ich erstmal das erste Ding da. So, man kann. Festbrennstoff. Ah ja, Leichtöl. Leichtöl, Petroleum
Und Schweröl. Ich dachte, ich baue erstmal dieses Kunststoffstange. Ich konnte irgendwas vorher bauen, ich weiß noch nicht genau was. Machen wir das doch zum Test direkt hier hin einfach. Scheißegal. Ich weiß gar nicht, muss ich es überhaupt hier? Geht das? Ja, geht sogar. Ohne Ruhe. Schau, schau her. Fertig. Hört aber auf. Was ist, wenn ich es so mache? Warte. Die komische Fabrik. Dahin. Rohr. Dahin, dahin. Mal schauen, ob das was bringt. Dann fließ mal weiter, oder der mir auch gestoppt hier. Ach, ich muss das andere auch rausziehen, oder wie? Deswegen habe ich hier so ein Lagerfass gehabt. Oder wie, warte mal kurz. Ich habe so viel geforscht. Achso, ich kann ja sogar weiter forschen. Ich habe so viel geforscht. Einfach was ging, habe ich geforscht. Fertig. Ja, ich tue mich nicht so einfach mit Rolle verlegen. Merkst du es, Eon? Ja, ich musste Öle auspumpen. Dachte ich mir. Auspumpen ist. Ich habe einfach alles geforscht und jetzt sehe ich halt, was alles gemacht werden kann. Es sind, glaube ich. Was gibt's denn alles? Wohin kann ich sie denn pumpen? Ich kann noch Chemiefabriken bauen. Aber irgendwo kann man sie doch bestimmt zwischenlagern. Hier. Leeres Fass. Rohölfass befüllen. Rohölfass leeren. Ich check die Logik gerade nicht. Warum? Also ich kann es befüllen, das andere ist leeren. Wie? Brauche ich zwei Fässer, um herzustellen? Oder tue ich aus dem. Muss ich neben das Füllen volles ein leeres war und dann mit Rohr verbinden, dann kann ich es woanders hin. Glaube ich. In das mit dem Fass verbinde ich ein Rohr, das kommt das Öl da rein. Und da tue ich noch ein Rohr daneben, ein Ölfass, und dann kann ich es weiterlaufen lassen, oder was? Lagertank. Das? Mach einfach einen Tank, okay. Kann der mehr? Ach, der kann immer nur ein Öl, gell? Na, ist ja Blödsinn, wäre es ja sonst. Aber warum ist hier Petroleum drin? Soll hier das drin sein?
Der Scheiß wird nicht ausgelagert. Das muss doch hier. Ah, das ist hier verbunden, der Penner. Du, Sack, hast dich mit dem anderen verbunden. Ja, dann halt nicht. Komm, leck mich. Hatte sich einfach verbunden hier. Jetzt aber. Jetzt geht's aber los hier. Okay, die beiden sind eh verbunden, sehe ich gerade. Tschö, leicht. So, dann könnte ich von dem theoretisch direkt überall hingehen, wo ich hin will. Oh, das ist mein erster Gehversuch hier mit dem. Wozu ich auch immer dieses Kunststoffding jetzt brauche. Wollte ich mal haben. So, bitteschön. Na dann, mach mal. Dauert ja, bis es voll ist. Schon sehr geil komplex hier. Man kann so viel machen, krass. Super, immer optimieren und machen, das ist genial. Ich wollte gerade einen blauen herstellen, aber ist egal. Gut. Da habe ich das hier. Schön. Das andere Ölgedönse brauche ich jetzt nicht unbedingt. Außer ich speise das einfach in das Rohr ein, alle vier. Aber bis das hier leer geht, ist das Öl unendlich? Die Ölreserven 1,6 pro Sekunde, 1,4 pro Sekunde. Ja, nimm mal raus, passt, habe ich schon. Gut, dann kann ich mal schauen, was ich noch so brauche hier. Ich dachte mir, da ich so schlecht mit den Grünen bin, dass ich mal so ein Ding da herstelle. Einfach mal zum Testen, guck mal, dieses Modul hier. Ja, ich kann jetzt mehr herstellen, das ist ja geil. Mehr Energie, aber mehr Geschwindigkeit auch. Tut jetzt, also das Zahnräder sind hier eh voll. Was fehlt hier jetzt? Es fehlt Kupfer. Wieso tut es hier? Achso, weil das voll ist. Okay, beim Grün brauche ich. Grüne muss wieder optimiert werden hier. Das hier muss unbedingt schneller werden hier. Und der muss auch schneller werden. Wo bleibt das Kupfer? Wieso ist das Kupfer wieder gestoppt? Irgendwas stimmt hier nicht. Kupfer. Ach, es gibt kein Kupfer mehr. So, hier ist kein Kupfer mehr. Mir geht das Kupfer aus. Deswegen. Und wo ist denn das nächste Kupfer? Boah, keine Ahnung. Steht halt nichts da von Begrenzung. Steht halt nur da, wie viel es pro Sekunde gibt an Öl. Also mit der Ölförderung. Also kann schon sein, dass es unendlich ist. Ist mir das ausgegangen, wa? Das ist ja nicht nett. Zur Not, bevor ich hier umbaue und umlager. Werde ich mal das einfach so machen. Kupfer, erst muss es halt da rein tun. Das geht gar nicht so, oder was? Nein, was habe ich getan? Shift, na, ich mache das hier.
Ja, okay, das ist immer nur die zwei Felder. Okay, hier stoppt die Produktion. Ja, gut, ich kann ja hier. Nach. Ah, ich kann sogar zoomen, wusste ich gar nicht. Nach orangen Feldern. Hier. Hier wäre eins. Ist aber sehr nah. Das, das, das. Ja, das ist das einzige hier. Rosa ist Öl oder was ist rosa? Ja, erstmal da hochkommen. Ist aber schon wenig Kupfer generell, oder? Wenn du anschaust. Na gut, hier. Na hier. Ja, ich würde dann einfach die Mauer erweitern. Ich würde mich mit der Mauer fortbewegen. Wo ist das Öl? Ja, okay. Mit der Mauer fortbewegen. Ich habe eine Mauer rumgebaut. Siehst du hier? Mit der Mauer fortbewegen, das hier mit einzäunen. Oder so, das noch mit einzäunen hier. Grau Eisen. Da, das ist Eisen. Orange Kupfer. Das hier Stein, oder? Eisen. Öl, Kupfer und das hier müsste Stein sein. Okay, bevor wir das vorhaben hier, so heißt das jetzt, dass wir Kupfer benötigen. Kupfer müssen wir dann schaffen. Erst mal das System hier ein bisschen ändern. Und dann noch so ein Teil hinbauen. Naja, kriegt gleich alles wieder Strom. Das Band braucht Kupfer hier, oder? Ja, das Band braucht Kupfer. Also das zweite Band braucht Kupfer. Ja, wir müssen das noch nehmen. Das müssen wir noch irgendwie ausschöpfen, das Gedönse hier. Also schauen wir, dass wir das noch irgendwie hinbauen und uns die 800 noch holen. Ach, das braucht Eisenplatten. Ja, stimmt, braucht ja Eisenplatten und nicht Ding direkt. Gehen wir mal hier die Eisenplatten. Tu das mal erstmal vorläufig hier rein. Zwischenlagern, du Sack. Hier, auf geht's. Ich muss da noch so einen blöden Ofen dahin tun. Dann mache ich es einfach nach oben lang. Ja, mache ich jeden Tag hier, Zergling. Kann sein, dass ich zwischendurch mal einen Tag Pause mache. Kommt drauf an, was ich noch so privat zu tun habe. Aber eigentlich ist jeden Tag geplant, ja. So, auch noch ein paar reinpasst. Ja, dann machen wir einfach hier einen, machen wir ruckzuck so einen Ofen hin.
Haben wir ja bestimmt irgendwo, falls ich das Symbol sehe. Genau, das ist Game, so schaut's aus. Weißt du Bescheid? Ein Band. Zack. Das da rein. Dann. Nicht intelligenter brauche ich nicht, dann das da rein. Zack. Ja, und dann einfach hier. Da. Da. Okay, jetzt noch Strom und dann ist alles Roger. Ja, immer wenn ich was fertig bauen will, kommt es hier. Danach habe ich vergessen, was ich machen wollte. So, das braucht noch kein blaues Teil. Aber auch noch nicht. Passt. Ja, lass mich. Das müsste eigentlich. Nee, das ist, tut nicht alles bewursteln hier. Hier. Wie fällt denn das andere? Dann muss ich. Ja gut, ich kann nicht alles abdecken mit einem. Und dann brauche ich noch ein zweites hier, so ein kleines leider. Ich dachte, ich kann alles abdecken. Fertig. Okay, passt. Ist eh voll, wunderbar. Jetzt wird sie noch was reintun, glaube ich. Haben erstmal so ein bisschen Kupfer hier. Müssen wir schauen, was hier ist. Ich wollte ja was probieren wegen dieser. Gut, dadurch, dass die Greifarme. Ich will das verbessern hier, das da. Das ist so ein Modul zum Test. Und zwar. Herstellungsgeschwindigkeit 20%. Energieverbrauch und das ist halt komisch hier. Erhöht die Produktivität, aber Geschwindigkeit ist langsamer und Energieverbrauch ist 40% auch mehr. Hier ist zwar 50% mehr, aber ich glaube, Geschwindigkeit über plus 4% Produktivität ist, glaube ich, besser 20% Geschwindigkeit. Nie mit so einem Modul gearbeitet, einfach mal testen. Auch wieder was rein tun kann. Das braucht eh Kupfer. Oh, da kommt doch gar kein. Ah, die sind alle leer, deswegen kommt da nichts mehr durch. Ich dachte schon, ich habe so viele Sachen hier, da kann doch jetzt nicht einfach nichts mehr durchkommen. Jetzt halt. Der Arm nimmt eh alle weg. Zur Zwischenlagerung hier. Dreht durch, ja. Schau. Jetzt kommen wieder ein paar durch. Da, ne. Ich kann ja den Arm ja auch kurz pausieren hier, ne? Dass er hier das nicht mehr macht. Aber ne, der dreht durch, schau. Ja gut, komm. Lass ein bisschen was durch für die Freunde. Muss ja auch die Produktion gewährleistet sein. Ist das, wieso steht das hier? Ach so, okay. Kann ich noch mehr Kohle rein? Nee, geht nicht. Da müsste ich. Ja gut, ich kann jetzt
von nirgends von der Kohle liefern. Das ist ja unmöglich. Außer mit einem, theoretisch mit einem unterirdischen Band hier hin und dann darüber, aber ich mache das manuell, oder? Ah doch, das verbraucht jedes Mal, ui, bei jedem Herstellen verbraucht das sowas. Oh mein Gott, okay. Die einzige Kohleproduktion habe ich endet hier. Ich könnte hier abzwacken. Abzwacken unter ihr. Kann ich unter dem See bauen unterirdisch oder geht das nicht? Kann ich von hier bis hierher bauen? Und dann von hier unterirdisch dahin. Dann kann ich sie hier rein. So, aber erstmal das. Ja, das staut sich eh wieder hier schon. Passt. Nur noch warten, dass das Band voll wird. Dann kann ich den Arm wieder starten. Kann wieder loslegen. Du produktiver. Heißt das Ciao? Oder Hi? Sind sehr kurz. Okay, nein. Dann mache ich halt die Kohle von hier. Das ist ja kein Problem. Dann darf der den anderen beliefern. Und fertig. Was brauche ich denn für so ein Speedrino-Band hier? Eisenzahn. Eisen haben wir ja genug. Machen wir so ein Speedarena-Ding da, komm. Ich hab ja hier, habe ich ja ein bisschen. Hier kann ich nur ein Stack rein. Steuerung ist alle. Shift. Ja, Shift, genau. Muss ich nicht alle nehmen hier. Dann bauen wir mal so ein Speedarena-Band bis nach unten. Fertig. Gibt ja sowas auch unterirdisch. Dann würde ich die Kohle hier abzwacken und nach unten bringen. Falls ich irgendwie hier durchkomme. Ich muss erstmal testen, ob es funktioniert hier. Schauen wir mal. Du hast gesagt, es ist sehr kurz. Ja, es ist halt zu kurz. Das ist auch dämlich. Wie komme ich halt da runter? Ein 20 kostet das Spiel hier. Gib es die Frozen Bear. Theoretisch, schauen wir mal, das ist etwas übertrieben, aber ich kann ja immer. Hier unten durch. Fertig. Hier unten durch. Ah, ist im Dunkeln. Bis hierher. Ja, dann bauen wir noch so unterirdische. 100 Zahnräder. Gut, ich habe ja 5 jetzt gebaut zum Test. Ja, gefällt's dir? Schon geil, umfangreich, ne? Schon super, man kann so viel machen, da kann man wirklich jahrelang mit verbringen. Mal schauen, vielleicht. Ich möchte auf jeden Fall einmal alles gebaut haben. Einmal alles, egal wie. Auch irgendwann mit. Weiß gar nicht, mit Terminatoren hier losziehen. Na, baust du. Okay, dann schauen wir mal.
Geht es nach unten? Ja. Ich muss hier ankommen, ne? Da muss ich ankommen bei dem. Dann machen wir überirdisch, überirdisch, überirdisch. Bis. Überirdisch, überirdisch. Überirdisch ist immer gut. Okay, das geht nicht. Okay, dann müssen wir es woanders. Überirdisch. Ach komm. Jetzt geht das echt hier nicht wegen dem. Hier geht's auch nicht, oder? Jo, hier müsste es sein. So, Q. Und zwar brauche ich jetzt die normalen Fließbänder, die schnellen ein. Ja. Zahnräder brauche ich halt 3 Millionen. Da sind doch bestimmt noch Zahnräder auf dem Band hier irgendwo, bevor ich welche selber herstelle. Ich komme da nicht mehr durch. Da. Zahnräder, ganzes Band voll hier. Habe ich vorhin. Gebraucht, dann nehme ich mir sie einfach. Ach, ich brauche Eisen. Oh, ich bin ja auch behindert, ey. Ich brauche Eisenzahnräder. Und zwar muss ich dahin. Vielen Dank. Und dahin. Das hat gar. Ach, die haben gar nichts. Ja, gut, dann stelle ich selbst her. Nicht da rumlauf. Selbst herstellen können. Fertig. Okay. Dann fangen wir einfach unten an. Zack. Blauer Arm muss auf jeden Fall dahin. Da reicht's. So. Eins. Das wird ja was mit dem Hin- und Herwurscheln hier, euch sage ich's. Na gut, aber es passt, es geht. Es wird hinhauen mit Kohle. Wir müssen nur ein bisschen hier noch verbinden und Geduld beweisen hier. Das muss verbunden werden. Das muss verbunden werden. Und von oben halt.